Morgens um 8.30 Uhr. Schulbeginn für die über 460 Jungen und Mädchen der Montessori-Oberschule in Potsdam. Im Jahr 2007 wurde die Schule mit den Erst- bis Zehntklässlern von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Ein Schülerreporter-Team erzählt euch jetzt warum. Hallo, ich bin Moritz und besuche die 9. Klasse, bin 14 Jahre alt und bin heute euer Moderator und führe euch durch die Schule. Ich bin Una, bin 13 Jahre alt, gehe in die 8. Klasse und bin heute die Kamerafrau. Ich bin Luca, ich bin 14 Jahre alt, gehe auch in die 8. Klasse und bin heute euer Kameraassistent und Organisator. Ja, und wir sind das Filmteam und wir zeigen euch, was uns Spaß macht an der Schule. Und wir gehen jetzt in den Morgenkreis, denn wir wollen ihn nicht verpassen. Im Morgenkreis spricht die Klasse über ein Thema, was sie gerade bewegt. Stören dürfte. Über welches Thema redet ihr denn heute? Also wir waren in einem Videoarchiv über den Zweiten Weltkrieg, wo Betroffene erzählen und darüber reden wir jetzt gerade. Klar, dass man darüber sprechen muss, aber bei so einem ernsten Thema stören wir wohl eher nur und gucken besser mal, was im Werkraum los ist. Hallo Herr Fischer, was machen Sie gerade? Wir stellen hier die Verschlüsse für die ehemaligen Computertische her. Dann sanieren wir diverse Möbel und bauen Montessori-Hocker. Montessori-Hocker? Montessori-Hocker. Was heißt denn Montessori-Hocker? Da fragen Sie am besten unsere Produktionsabteilung. Hallo, was ist ein Montessori-Hocker? Ein Montessori-Hocker ist so ein Ding hier und da setzt man sich dann eben drauf. Ich denke, man kann es auch zu Hause benutzen, aber größtenteils im Unterricht. Ganz schön praktisch. Typisch Montessori ist auch, dass die älteren Schüler den Jüngeren helfen. Bringst du den Schreiben bei? Nein, sie können es schon fast nur. Wir machen halt Wörter. Wir schreiben gerade ihren Namen und üben. Und weil manchmal lassen sie zum Beispiel einen Buchstabe aus oder sowas und da muss ich ihnen helfen. Dann lassen wir die Erst- bis Drittklässler noch ein bisschen schreiben lernen und ziehen weiter. Jetzt braucht aber auch Kamerafrau Ona etwas Hilfe. Wie ist die Kamera jetzt echt zu schwer? Jetzt kann Luca weiterfilmen. Wir wollen euch nämlich unbedingt noch die Kleinen zeigen, wenn sie hungrig auf das Mittagessen warten. Da ist immer was los. Während die anderen essen, gehen wir an den nahegelegenen Schlenitzsee. Der ist echt klasse. Hier sind nur die Siebt- und Achtklässler. Eine Woche pro Monat arbeiten sie in der Natur an unterschiedlichen Aufgaben. Hallo, jetzt sind wir hier am Schlenitzsee und hier finden Umwelt- und Naturprojekte auf unserer Schule statt. Und ich frage einfach mal, was Sie hier machen. Was machst du hier? Also wir graben hier ein Loch, damit die gute Erde aus der Tiefe nach oben kommt. Weil hier kommt mal ein Beet hin und damit hier mehr wächst. Nebenan pflanzen Schüler Bäume um. Was ist der Sinn, dieser Bäume hier so einzupflanzen, um ihm neue Kraft zu geben? Naja, also wir pflanzen, tun die halt in diese Baumschule, wie du siehst, hier ist eine lange Reihe schon. Und dann wird hier, die sollen halt richtig Wurzeln bilden und quasi sich ernähren und dann kommen die an ihren richtigen Platz. Aber die müssen mindestens ein Jahr hier sein. Immer gerne dabei ist Schulleiterin Ulrike Kegler. Was sind denn Ihre Ziele mit Ihrer Schule? In der Schule möchte ich, dass Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeit optimal entwickeln können und dass sie an ihre Leistungsgrenzen gehen und dass sie viele Erfahrungen machen können, auf unterschiedlichste Weise und an unterschiedlichsten Orten. Und dafür ist die Montessori-Oberschule Potsdam ein sehr geeigneter Ort. Das war unsere Schule. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hiermit verabschieden wir euch. Tschüss! Tschüss!